Das heutige Video wird dich sehr interessieren, wenn du länger dabei bist, Golf zu spielen. Es geht um den Abschwung-Treffmoment. Das ist etwas, was Profis sehr beschäftigt. Warum? Weil es so viel bringt. Und das solltest du auch immer versuchen, mehr auf der Ebene im Treffmoment zu sein. Die Hände nicht zu weit weg vom Körper. Das Ziel von innen nach außen leicht zu schwingen ist super, aber man muss es richtig umsetzen. So, viel Spaß beim Videoschauen. Und ich muss mich jetzt trauen, in das kalte Wasser zu springen. Hallo, heute möchte ich dir erzählen, was ich vielen meinen besseren Schülern erzählen muss beim Unterricht. So, ihnen ist es ganz bewusst, dass sie von innen an den Ball kommen müssen. Es kann sein, dass sie früher außen gekommen sind. Also auf jeden Fall ist das Thema von innen nach außen sehr präsent bei ihnen. Und dann, was man sieht, ist diese Position vor dem Treffmoment. Nur dieses Problem mit den Händen sehr weit weg vom Körper und Schlägerkopf eher weit hinter dem Körper, das ist problematisch, weil von hier muss ich kompensieren. Von hier sind meine Hände zu weit weg vom Körper, ich kann dann unmittig treffen und von hier ziehe ich dann automatisch nach links. So, wenn du dich aufgenommen hast und gesehen hast, dass du da bist, dann ist dieses Video sehr, sehr wichtig für dich. Was ich dir empfehle zu tun, ist Folgendes, und das erzähle ich auch meinen Schülern. Okay, ich gucke, dass sie so neutral wie möglich hochschwingen. Diese Position ist schon wichtig, mit den Händen oberhalb der Fußlinie und den Schlägerkopf leicht vorne. Das ist eine neutrale, gute Position. Die Position ist gut zu haben, weil dann hat man als Spieler einen Anhaltspunkt für da, wo man beim Abschwingen sein muss. So, das ist kein Muss da zu sein, aber ich finde, das hilft sehr. Aber was das Wichtigste, was ich dir heute erzählen möchte, ist, hoffentlich hast du Lust, auf einer Golfreise mit mir dabei zu sein. Von Januar bis März werde ich 3 tolle Reisen machen und wir werden auf jeden Fall solche tolle Orte in Südafrika erleben und natürlich sehr, sehr spannende Plätze spielen. So, Info unter dem Video. Nachdem du den Rückschwung gemacht hast, und übrigens etwas höhere Hände ist auch hilfreich. Von hier, statt das zu tun, und oft passiert ein Kippen auch des Körpers, statt das, senke die Arme so. Du merkst, meine Wirbelsäule ist relativ gerade geblieben. Aber ziehe die Arme zum Körper hin. Das ist das erste Teil. Aber den Schlägerkopf, bring den etwas nach vorne. Und das ist, wenn du das erste Mal machst, ein sehr komisches Gefühl. Und der Golfer hat das Gefühl, dass er von außen kommt. Aber wenn ich das tue, komme ich zurück auf meine ursprüngliche Ebene zurück. Und das ist weder außen noch innen. Das ist genau richtig. Das musst du wirklich viel trainieren. Das ist ein Fehler von vielen guten Spielern. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht hier bin. Und ich muss dann wirklich darauf achten, dass ich hier komme. Mir hilft es auch, wenn mein Schläger etwas gelegter oben ist. Meine Tendenz ist ein bisschen zu kreuzen. Aber von hier die Arme zum Körper hinziehen und den Schläger nach vorne bringen. Was dann passiert, ist, dass du den Ball viel besser triffst, dass du den Boden, wenn du den Boden triffst, ich habe den nur gestreichelt, dass du den Boden viel später triffst. Und der Ballflug ist dann viel gerade. Man hat nicht so viel Kurve. Und das ist ein bisschen besser, wenn du mit den Eisen in der Lage bist, einen geraden Ball zu spielen mit weniger Kurve.
Okay, so wichtiges Thema, aufpassen, dass der Gedanke von innen nach außen dein Spiel nicht schlecht beeinflusst, weil von hier kann ich Pushes, Slices und Hooks machen. Von hier kommen. Was du noch nicht gemacht hast, bitte abonniere und tschüss.